zweiten Tag, wo jetzt die Top 48, 32? 48. 48. Also das, was wir gerade gesehen haben, war noch Top 48 Match. War Top 48, okay, sehr schön. Und auf jeden Fall die Top 48 spielen heute um den Sieg. Gerade haben wir schon gesehen, Meru gegen Kepler. Gegen Silent Kepler. Silent Kepler, ganz genau. Ja. Von Silent E-Sports gesponsert. Ja. Gutes Snake gegen Peach Matchup. Und Kepler hat am Anfang wirklich sehr gut vorgelegt mit den zwei Games. Und dann hat aber Meru alles wieder auf Seite gedreht und sagte, nee, nicht mit mir. So machen wir das nicht. Und jetzt natürlich unser nächstes Match steht auch schon bereit. Ja, wir sehen hier Wusi gegen Zuna. Wusi. TCL Zuna gegen Wolfs Wusi. Wolfs Wusi, genau. Ganz genau. Und wir kennen, ich glaube, Wusi ist eher der Wolf-Spieler. Nee, Wusi war Fox-Spieler in Smash 4. Okay. Hatte, ich würde es nicht als Charakterkrise bezeichnen, aber er hatte so ein bisschen Diskrepanzen mit sich selber. Ja, kleine Crisis. Aber jetzt kam seine große Salvation. Okay. Der DLC. Er spielt Joker. Er spielt Joker. Okay, und das ist echt kein schlechter Joker. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also ich habe Wusi vorher immer nur mit Wolf oder Fox, teilweise auch mit Richter spielen sehen. Worauf ich sehr gespannt bin, ist auf Zunas Pick. Auf Twitter hatte er nämlich noch angekündigt, er würde Full Bowser gehen. Full Bowser. Aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob er seine Versprechen auch einhält. Ich hoffe es persönlich nicht, denn ich liebe seinen Toon Link. Ja, sein Toon Link ist schon ziemlich gut. Also ich hoffe auch wirklich darauf, dass er den wieder rausbringt. Und es nimmt sogar Toon Link. Es ist Toon Link. Der das heißt, wir haben ein Toon Link gegen Joker-Match. Gut, da bin ich jetzt gespannt. Das Matchup kenne ich nämlich noch gar nicht. Was meinst du, was wirst du da erwarten? Auf jeden Fall viel Spacing, viel Long-Range-Spacing. Okay. Projektile vom Toon Link natürlich. Das sowieso. Viel Rebel Guard. Weil Projektile. Klar, also meinst du, wird es so ähnlich sein wie bei dem Match vorhin, Snakes gegen... Ja, allerdings, Joker hat persönlich nicht so viele Projektile, dafür hat er die Möglichkeit, Projektile halt ein bisschen auszublocken mit dem Rebel Guard. Gut, das kann er tatsächlich, ja. So, wir haben anscheinend noch ein paar kleine technische Schwierigkeiten mit dem Sound von Zuna. Dann werden wir mal eben schauen. Mal ein bisschen... Bisschen stay hydrated, Leute. Ja, natürlich. Immer ein bisschen schön hydriert bleiben, Freunde. Ist ganz wichtig für euren Kreislauf, ja. Vor allem, es wird ja jetzt wieder wärmer. Mhm. Denkt an eure Gesundheit. Das ist wirklich sehr wichtig. Also wenn ihr irgendwo rausgeht bei diesem Wetter, dann nehmt euch Wasser mit, nehmt euch irgendwas zu trinken mit und achtet wirklich darauf, dass ihr immer hydriert bleibt. Immer. Ansonsten auch immer Sonnenschutz auftragen. Ja. Man möchte Melanome vermeiden. Auf jeden Fall, klar. Und ganz wichtig... Also nicht wegen dem Wetter, sondern einfach, wenn ihr rausgeht, geht doch zu Smash-Turnieren. Geht zu Smash-Turnieren. So, das ist eine super Möglichkeit für euch, einfach grundsätzlich zu turnieren. Egal, ob ihr gut oder schlecht seid. Wenn ihr, besser werden wollt in Smash, wenn ihr euch interessiert für Smash, selbst wenn ihr einfach nur casual spielt und euch ein bisschen dafür interessiert, was die Pros so drauf haben, geht einfach hin. Geht auf Turniere. Geht hin. Wir sind alles Menschen, wir beißen nicht. Topspieler sind super nette Menschen. Ja. Denkt an unsere Worte. Und es geht jetzt los. Spieler sind super nette Menschen, was sag ich denn? Ah, komm, wird schon, komm. PS2 Agree, gehe ich mal schwer davon aus. Ja, könnte auch Striking gewesen sein, ist auch ein ziemlich guter Striking-Endpunkt. Sein. Guck mal, was der Joker von Wusi hier drauf hat. Ach, jetzt hat er also schon gerade auf jeden Fall gut Prozent am Aufbauen. Schön mit Gun. Ja. Wie wird Joker eigentlich mittlerweile grundsätzlich eingeschätzt? High Tier, definitiv. Schon high. Vor allem noch nicht top. Wird er als der zweite Cloud bezeichnet. Oh. Ja, dann wird es natürlich dann auch nicht was Gutes sehen. So, Arsene ist jetzt auch im Deck. Er hat natürlich ein bisschen mehr Zeit, Pressure zu machen. Sah nicht bislang sehr schlecht aus, aber es bleibt even. Okay, wo ging die Up-B jetzt bitte hin? Er hat wahrscheinlich noch damit er hat vielleicht nicht gemerkt, dass er Arsene noch am Deck hatte, wollte mit dem Greifhaken wieder runterziehen. Ja. Wissen wir nicht. Aber es hat ihn auf jeden Fall seinen ersten Stock gekostet. Ja, leider Gottes. Da muss er jetzt genau aufpassen. Zuna gerade bei 78% auf seinem ersten Stock. Zuna ist aber schon sehr aggressiv. Ja, jetzt mit der AP. Schön gespaced. AP eine schöne Option, um Tech Chases zu catchen. So, Wusi machen klar keinen Edge Guard. Wusi versucht gerade ein bisschen zu killen mit Backair. Ja. Backair eine ziemlich potente Kill-Option von Joker. Auch schon bei 98 hier auf der Stage? Ja, definitiv. Okay. Ansonsten generell mit Arsene sind eigentlich alle Attacken Kill-Optionen. Ja, jetzt mir fällt gerade auch wirklich keine ein, welche keine Kill-Option. Der Set Jab ist eine Kill-Option. Okay. Arsene. Ah, da hat er jetzt mit dem Backer noch gekriegt. Ja, okay, aber schön auf Stage. Ohne Arsene trotzdem. No Arsene Backair ist eine gute Kill-Option von Joker. Wenn man so weit natürlich links ist, dann macht das gar keinen. Ja, macht das ja Sinn. Exakt. So, aber schöner Abi-Catch von Zuna.
Auf welchem Frame kommt ihr denn raus eigentlich, Out of Shield? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten. Gut, aber er kam auf jeden Fall sehr schnell, deswegen also halt auf jeden Fall als Option. Ja, genau, halt auf jeden Fall als Option wahrgenommen. Die vom Adult Lane kommt ein bisschen schneller raus. Sieht man ja sehr gerne, wenn jemand on Shield landet, dass dann einfach direkt der Hero Spin rauskommt. Ja. So. Busi gerade im Nachteil mit einem Stock. Ja, den Stock. Ja, da ist aber auch guter Grab. Sehr aggressiv dran, also der bleibt auf jeden Fall aggressiv mit Space Controller. Arsene ist jetzt wieder on Deck, versucht Tetrakan. Ja. Oder nee, Makarakan. Makarakan. Makarakan, sagt man das. Makarakan ist für Projektile, Tetrakan ist für Nahkampfattacken. Okay. Ja, Persona, Spieler hier. Oh, ich verstehe. Okay, gut, dann macht das natürlich Sinn. Muss ich auch noch nachholen, ja. Persona ist ein gutes Spiel. So. Heute spielt Persona. Ha? Spielt Persona, Leute. Ja, aber spielt Persona. Ja. Aber spielt vor allem Smash. Ja, Smash ist auf jeden Fall eine gute Option. Wisst ihr, wo Smash läuft? Ja. Auf diesem Bildschirm. Ja, Busi genau. Ist gerade bei 83% und Zunat bei 59%. Ja, mehr als im Stock jetzt Vorsprung ist Zunat. Oh, das Uptilt in Upper Confirm. Sehr killt aber nicht. Sehr gefährlich. Ich denke mal, jetzt wird er auf den Bomben Confirm zielen. Oder auf einen guten Tritt Smash. Und nochmal schön Upby out of Shield. Das ist eine beste Option anscheinend. Oder eine, zumindest eine Option, die er sehr gerne bevorzugt. Ja. Uptilt. Ja. Versucht wieder mit Upper zu catchen. Nochmal Uptilt. Lässt ihn nicht auf das Stage sehr zurück. Busi hat echt Probleme reinzukommen. Busi ist gerade etwas schuck. Das ist gerade ein bisschen schwer, ja. Ja. Ab er trifft einfach aber nicht. Es killt noch nicht. Underledge hätte es gekillt. Oder wenn es Reverse gewesen wäre. Ja. So. Aber bei Reverse macht er mehr Knockback? Nein, bei Reverse hat er einfach die andere Richtung gezielt. Ah gut, ja, dann hätte er wahrscheinlich noch killen können, ja. Gut, 170%. Das wird Busi kaum noch zurückkriegen, wenn jetzt Tsuna weiter so aggressiv drauf spielt. Sehr kontrolliert. Busi aber jetzt gerade wieder mit gutem Prozentaufbau. Gun nach unten. An der Edge. Kriegt er den... gute Range mit der Abi. For his neutral special, Joker pulls out a gun. Das ist der Tsuna. Gutes Ledge Play von Tsuna. Und Backthrow sollte es eigentlich. Ja, Backthrow ist gut, aber reicht noch nicht. Oh, es reicht noch nicht. Sehr gutes DI von Tsuna. Von Busi an der Stelle. Von Tsuni. Von Tsuni. Stimmen wir die beiden jetzt? Wolf zählt Tsuni. Kein Backthrow. Kriegt er den offstage? Kann er wenigstens den einen Stock noch nehmen? Gunplay. Gutes also Gunplay. Man kommt wieder zurück, aber und das reicht jetzt. Der Backthrow, der macht's jetzt. Ja, ist vorbei. Das ist vorbei. Sehr souverän. Two-Stock. Er legt sich auf seinen Rücken und denkt sich, Jit. Weg. So, aber das Schwein kriegt er nicht eingefangen. Jutus den Fotos. Achso. Prost. Ah. Mal ein bisschen wieder bleiben, schon die Song befolgt. Lecker, lecker. Orangensaft kann ich nur empfehlen. Ja. Und das ist das 1-0 für Tsuna. Und gerade ziemlich dominant von Tsuna. Ja. Mal also er konnte wirklich schön am Ende ausspielen. Konnte sich schön Zeit lassen am Ende, um Busi zu killen. Ich habe überlegt, welche Stage. Deile Cruise wird schon gehovert. Ja. Interessante Wahl für Joker, muss ich sagen. Der ist noch am überlegen auf Battlefield. Da keine Musik drauf. Schade. Mal sehen, ja, wenn Tsuna jetzt so weitermacht, dann wird das jetzt ein easy 3-0 für ihn. Auf jeden Fall. Zu Link und Joker. Okay, alles klar. Keine Charakterwechsel. Wir spielen auf Battlefield. Und weiter. Battlefield hat natürlich große Blast Zones. Ich glaube auch nach oben hin. Ja. Gut. Hat halt das Leiterpotenzial, ja. Welches Wusi ausnutzen kann. Werden wir erstmal sehen, ob das Wusi jetzt gut tut. So. Aber die ersten Hits gehen erstmal wieder zu, ne? Ja. Schönes Opening mit 34%. Die ersten 4 Hits schon gelandet. Aber Downtilt, in Uptilt, in Up-Air. 70%, nicht zu verachten. Das ist schon nicht schlecht. Da kann sich selbst Chico auch ein paar Sachen von angucken. Würde ich auch gerne mal gesagt, dass ja. Joker so ein bisschen die High-Budget-Cheap ist. So ein bisschen, ja. Was denn jetzt online? Aha. Ja. Aber ja, schöne Abbi von Tsuna. Auch wieder schön Out of Shield. Es ist einfach seine Lieblingsoption. Also Out of Shield Punishes sind wirklich mit den Links, finde ich super. Ja. Hat auch gut drauf. Sieht man auch. Er lebt den Toon Link gerade. Aber jetzt trotzdem ein paar von Tsuna. Gerade sogar fast even Prozent wieder. Ja. Jetzt sogar Advantage für Tsuni. Man hat auch gerade gesehen, Tsuna hat sehr häufig versucht. Wir erfahren gerade, ja? Wir erfahren gerade über Breaking News. Wir erfahren
über die Lautsprecher, dass alle Winners Quarters on Stream gespielt werden. Das ist ziemlich nice. Also da werden wir, High-Quality-Matches sehen. Da werden wir auf jeden Fall was sehen. Das wird ziemlich gut. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter der High-Quality-Memes, aber High-Quality-Matches sind auch super geil. Ja, vielleicht können wir ja beides verbinden. Ja. Wusi jetzt nun bei 20% mit einem Stock-Nachteil. Oh, guter Tag. Sehr schöner Wort-Tag. Nach dem Tetrakan von Wusi. Ja. Zuna bei 153%. Ist wieder Zuna ist einfach richtig hart dabei. Da lässt sich da nichts nehmen. Wusi hat den. Was war die Back-Air oder die. Forward-Air. Okay, ja. Forward-Air sieht zwei Kicks nach vorne. Ja, wie es auch war. Oh, hat aber schafft es leider nicht ganz an die Ledge. Schade. Zuna hat trotzdem noch den Advantage. Absolut, ja. Haut auch wieder rein. Dash-Attack. Jetzt ein bisschen Kontrolle mit dem Boomerang. Aber, naja. Mehr kam da auch nicht. Nochmal ein Boomerang. Wusi bei 86%. Versucht sie ein bisschen zu positionen. Schöne versucht sehr. Sehr viel Agar zu, zu landen. Agar, genau. Für Overtime Damage. Aber schafft es leider nicht und verliert seinen nächsten Stock. Ja, trotzdem 18% hat wieder gelandet, aber ja, der Stock-Vorsprung. Zuna bleibt einfach dabei. Vielleicht wird es wieder ein Two-Stock. Das kann sehr gut sein. Zuna hat jetzt auch die Möglichkeit, ein bisschen Patient zu spielen. Ja. Ein bisschen auf seinen Vorteil aufzubauen. Schauen wir jetzt mal. Bombe. Die Projektile von links, von allen links, sehr gute Tools. Schöne Abi. Jetzt auch wieder Even Prozente und Even Midstock Lead. 60% auf Wusi. Wusi kommt echt nicht so gut drauf. Ascend ist aber online. Landet kaum Hits. Versucht wieder sein Konter zu landen, schafft es aber nicht. Ja, dann nicht ganz mit der Nair connected. Zuna dominiert gerade wirklich einfach das Match. Ja. Kann man das, sieht, das sieht wirklich sehr schlecht schön aus. Schön platzierter F-Mash. 111% und Zuna sitzt da auf seinen 40% mit den zwei Stocks. F-Tilt. Oh, das war sehr schön. Ja. Trotzdem zurück. Unfassbar. Das ist die Recovery von Joker. Das ist ziemlich gut. Das ist wirklich eine that's Recovery. That's pretty good. Damn. That's pretty that's good. Pretty big. Yikes. That's pretty small. Ja. 163%, also fast alles kann jetzt hier wirklich killen. Komm einmal. Ja, da wollte er für die Back-Air fischen. 163% auf Uzi. Immer noch zwei Stocks für Zuna, das ist schwer. Und da war der nicht mehr getaggt, ja. Direkt 2-0, souverän wieder von Zuna. Die Bombe leider nicht getaggt. Nee, nicht getaggt. Hier sehen wir noch Toon Link mit dem Windstab. Schön. Mhm. So, die Buns kamen, glaube ich, jetzt gerade sehr schnell von Zuna raus. Wir wissen nicht, was es war. Ich denke mal, er sagte Buns bleiben. Buns bleiben. Ja gut, ich meine dadurch, dass er jetzt vorliegt, was soll er da was anderes bannen? Natürlich. Sie hat eine freie Auswahl. Battlefield schien jetzt nicht für ihn die gute Wahl zu sein. Frage ist natürlich, wird die Stage-Auswahl für ihn überhaupt noch mattern? Ja. Gibt es überhaupt noch eine Stage, welche ihm irgendwie in irgendeiner Weise einen gewissen Vorteil gegen Wotuno verschaffen kann? Ja, das wird schwierig. Ja, Tuning, ja, ich glaube auf großen Stages. Ja, er kann trotzdem immer noch die Reichweite seiner Pfeile nutzen. Vor allem wechselt auf. Wird's Richter? Richter? Oder? Wie ist Wotfighter? Er überlegt noch, er ist sich unsicher. Er ist sich komplett unsicher. Es bleibt Joker. Joker. Er committet seinen Joker. Vorhin übrigens vergessen zu erwähnen, Wusi hatte einen richtig guten Richter. Der hat einen, ja, hat er. Sag mal, der hat ihn ja schon mal teilweise gespielt, aber wenn du Wusi mit Richter siehst, dann wird auf jeden Fall die ganze Zeit Take This kommen. Mehr Take This als in den 80ern. Ja. War das die 80er? Nee, ich glaube, da war schon 90er. Okay, war schon 90er. Nee, doch, nee, Richter kam 90er. Nee. Ja, stimmt. Simon war da eher so die 80er, das war ja, so seine Zeit. Genau. Und Trevor. Mit Castlevania 3. Aber gut, wir sehen jetzt keinen Richter, wir sehen jetzt ein noch relativ evenes Match. Ich hab mich eigentlich auf die Band bezogen, das ist dir schon klar. Ja, war schon klar. Jetzt gerade bei Even-Prozent, 3 Stocks. Ja. Aber ich stehe gerade 2-0 für Zuna. Schönes Play, Ascend ist gleich online. Ascend ja, ist jetzt online. Also ist online. Persona, jetzt zeigt sich. Ja. Bereit zum Zerstören. Oh, was war das denn? Oh nein! Oh, das ist für Wusi gar nicht gut. Das ist bitter. Das ist wirklich ein trauriger Stockverlust für Wusi. Sehr traurig. Wusi. Oh Gott. Ja, kann sein. Ich will es ja natürlich nicht hoffen. Wusi ist ja ein sehr kompetitiver Spieler und auch ein sehr kompetenter Spieler. So, das wollte ich sagen. Beides. Aber ja, aber das ist schon... Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon ein bisschen von Zuna gebrochen ist. Weil Zuna einfach so mega aggressiv ist und mega viel rausholen kann in kurzer Zeit.
Also Tsuna kann wirklich dominieren, wenn er richtig sein Zeug einlegt. Aber da kommt der Stock-Ausgleich. Stock-Ausgleich. Jetzt fehlen nur noch ein paar Prozente, bis es wieder even ist. Ja. Uzi hat noch die Chance, zurückzuholen. Da kann er schöne Back-Air in Ascend Dash Attack confirm. Absolut, ja. Bisschen weiter aus, ein bisschen Edge Guard, ja. Ja, da kriegt er ihn wieder offstage. Eye Gown. Reicht nicht. Und Tsuna wieder zurück offstage. So, das hat man direkt gemerkt. 85% auf Tsuna, 64% auf Uzi. Gerade leichter Prozent Nachteil für Tsuna. Ja, wobei, er kommt jetzt doch schnell wieder zurück. Hat wieder ein paar Hits gelandet. Oh, sehr schöner Boomerang into Fair Confirm. Super. Sehr souverän, wieder den Stock vorne. Na, jetzt gilt es. Das ist jetzt ein Matchball für Tsuna. Matchball. Matchpunkt. Oder Matchpunkt. Oder Setpunkt. Komm, ach, bei dem Tennis, das er gerne mal spielt. Ja, Matchpunkt, ja. Das ist immer noch so eine Sache mit der Terminologie, die man im Commentary verwendet. Aber guck mal, da ist das Tennis wieder. Uns soll es ja nicht gerade stören, denn wir sind gerade einfach hier, um ein bisschen uns das Match anzuschauen, um euch zu unterhalten. Da können wir auch Terminologien verwenden, welche nicht so ganz gebräuchlich sind. So, jetzt natürlich 43% auf Uzi. So. Guter Ledge Pressure von Tsuna. Trifft die Bombe. So, nochmal gucken. Uzi jetzt seine Persona benutzt. Bitte, macht er da was an der Edge? Fair in Abwehr confirm. Das sehr, sehr war super schön. Slick. So, letzter Stock. Wenn Uzi sich jetzt ranhält, kann er noch das Best of Five Tsuna ein bisschen nutzt die Zeit, um Ascend ein bisschen auszuwarten. Ja, das können wir ganz einfach machen, aber Uzi fängt auch wieder an zu approachen. Down-throwing up air, ne, up-throwing up air war das. Das sah nach up-throw aus, ja. Ja. So, aber jetzt, Ascend ist weg. Uzi hat immer noch den Nachteil, jetzt kannst du da schon reinhauen. Ja. Up-throw up air, fair. Fair, ja. Kommt noch ein bisschen mehr, schön. Back air. Oh, Auto-Shield up B. Oh, da hat er im letzten Hit getroffen. Shield nicht, shieldet letzten Hit nicht. Nee. Wollte wahrscheinlich parryen. Kann sein, er hätte ihm natürlich noch ein bisschen Frame-Advantage gegeben. Weiß natürlich, was hätte er am besten draus gemacht? Aus dem Parry hätte er am besten einfach irgendwas Starkes machen können. Okay. Gut, die Roll konnte jetzt Tsuna nicht. Mit jeder Sekunde im Nachteil kriegt Uzi auch wieder ein bisschen Ascend-Meter. Ja, Ascend fast sollte wieder jetzt wieder online sein. In 3, 2, 1. Oh! Großartig! Richtig gut getimed! Top 10 Twitch Timing Moments. Yeet Smash, where you at? Where you at? Commentary Moments. Richtig gut. Und das ist das 3:0 für Tsuna. Schade. Wie schade? Ja, schade für Uzi natürlich. Ja, aber Tsuna hat das gut gemacht. Ja. Aber es war eine dominante Performance von Tsuna. Sehr gut, ja. Das kann sich sehen lassen. Haben wir gesehen. Das kann sich sehen lassen. Tsuna ist da ein Stückchen drüber in der Nahrungskette. So. Ja. Dann gehen sie wieder zurück. Wo sie doch ein bisschen enttäuscht, man sieht es ein wenig. Kann man sich natürlich vorstellen, 3-0 ist natürlich eine Sache, die ist ein bisschen doof. Ein bisschen, ja. Na gut. Welches Match werden wir denn jetzt gleich haben? Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Dann werden wir das jetzt gleich erfahren. Fest. Auf jeden Fall. Aber was sagst du denn zum Match, was gerade gelaufen ist? Tja, hauptsächlich sehr, sehr dominante Performance von Tsuna bei Toon Link. Er konnte seine Projectiles halt sehr gut nutzen, egal auf welcher Stage. Und die ersten beiden Sets, ja, das waren, glaube ich, beides Two-Stocks, oder? Ja. Gut, ja, dann wirklich sehr dominant. Und Tsuna ist auch sehr aggressiver Spieler. Also, wenn du da nicht richtig blockst, ne, er ist da sehr schnell unterwegs. Und dann catcht er dich einmal ganz doof und dann bist du eigentlich schon fast geliefert, ja. Dann kriegt er sehr schnell einen Advantage. Allerdings natürlich auch eine Sache, die ein bisschen gemettert hat, war, dass Uzi sehr nervös war. Ja. Er hat es ihm wirklich angemerkt. Ja. Er hat ziemlich viele Sachen falsch eingeschätzt. Er hat ziemlich viele Sachen verfehlt. Er wollte eigentlich einen Konter landen, aber hat es dann doch nicht geschafft oder hat irgendwie versucht, Rebel Guard zu zünden und hat es dann doch nicht geschafft. Dann ist Tetrakan oder Karakan rausgekommen. Es hat einfach nicht so geklappt, wie er es hat. Hat alles irgendwie entweder gewifft oder er hat einfach immer nur das Shield getroffen. Es und dann hat Tsuna sehr schnell out of Shield geactet. Es ist diese hohe Kunst der Unperfektheit. Ja. So. Das hat er sehr zur Schau gestellt. Man hat halt gemerkt, dass er es kann. Ja. Vor allem jetzt in dem letzten Match noch, wo er beispielsweise richtig schön als Tsuna onstage gekommen ist. Hat den Falling Fair in Upper Confirm gelandet hat mit Ascend. Aber